Ja, hallo, da sind wir wieder zurück zur Arduino Software. Zum nächsten Teil. In diesem Fall geht es um dieses, ich hatte euch eben das Programm gezeigt, das die LED, Int-LED gleich 13 auf Pin 13 festlegt. Ich hatte aber noch nichts zu dem Integer hier vorne, INT, gesagt. Int ist eine ganze Zahl. Das ist eine Variablendefinition von Ganzzahlen. Integer umfasst einen Bereich von minus 32.768 bis plus 32.767 und zwar nur ganze Zahlen, also 1, 2, 3, 4. Ne? Und diese Zahlen kann ich da ablegen, darüber sollte ich nicht hinausgehen, da gibt es komische Sachen, wenn ich da also über 32.000 zähle, also auf 33.000, dann wird es nicht mehr funktionieren. Also eine Ganzzahl wird im Arduino, in der Arduino-Software definiert, indem ich vorne int schreibe, gebe der ganzen Zahl einen Namen, in diesem Fall LED, weise es mit dem Gleichheitszeichen zu und schreibe dann eine Zahl dahinter, also 13. Und diese ganze Zahl wird dann unten immer wieder aufgerufen. Hier einmal in LED, da ist es die 13. Und in Digital Write ist es auch die 13. Statt LED wird einfach 13 eingesetzt. Ich muss es aber einmal nur definieren. Und ich definiere es auch hier ganz oben als globale Variable. Das heißt, es ist sowohl in Setup als auch in Loop bekannt. Würde ich das nur hier unten definieren, da zum Beispiel. Das ist eine lokale Variable, die ist nur hier bekannt, wäre oben nicht bekannt und würde dann Fehler geben. Das heißt, solche Variablen, die ich im ganzen Programm verwenden wollen möchte, definiere ich hier oben. Gut, möchte ich keine Minuszahlen haben, kann ich auch unsigned Integer schreiben. Das ist dann andere, das geht dann von 0 bis 65.000 und Minuszahlen sind ausgeschlossen. Dann würde ich ja unsigned integer int schreiben und dann kann ich bis 65.000 zählen, auch nicht darüber hinaus. Will ich größere Zahlen haben, gibt es noch die Long-Variable. Das sind dann minus 2 Milliarden und ein paar bis plus 2 Milliarden. Oder unsigned Long, also ohne Vorzeichen, nur positive Long-Zahlen, geht dann von 0 bis 4, 3 Milliarden, 4,2, 4 Milliarden, 294.000 Millionen und so weiter. Aber so kann ich mir ganze Zahlen definieren und das sind die typischen Variablen, die man dafür nimmt. Kleine Zahlen werden meistens mit int bezeichnet. Jo, das erstmal zu der Integer-Sache, dass wir das einmal